Ein weiteres Mal ein österreichischer Sieg, diesmal beim Finale der Equiva VIP Tour in der Arena Nova beim internationalen Springturnier. Und die Siegerin, sagt sie, sie ist geschockt. Ja, wieso denn das, Sarah Letizia Erdeje? Ja, also bei mir war es so, dass ich einfach ohne jegliche Erwartungen eigentlich reingeritten bin und mir einfach gedacht habe, so, du reitest jetzt dein Parcours runter und schaust einfach, was passiert. Und erst eigentlich hätte ich schon nicht erwartet, dass ich überhaupt ins Stechen komme. Und dann im Stechen habe ich mir einfach gedacht, egal, riskiere einfach alles und schau, was passiert. Du kannst dich allerdings auf einen absoluten Profi unter dem Sattel verlassen, den Quarz von der Newmollen, den wir ja sehr, sehr oft hier schon in der Arena Nova begrüßen durften. Inwiefern hilft er dir auch? Wie viel kannst du von so einem Pferd auch lernen? Ich kriege ihn von meinem Trainer zur Verfügung gestellt. Das hilft mir schon unheimlich viel und außerdem kann ich von dem Pferd unheimlich viel lernen, weil er einfach in seiner Art kompliziert ist. Aber er ist einfach praktisch so wie im Stechen. Er hat einfach so eine Übersetzung im Galopp, dass ich einfach Gas geben kann und da macht er einen Galoppsprung und andere machen drei. Also durch seine Größe fällt er einfach, finde ich, auf. Gar nicht so leicht, dann auch aufzusteigen, gar nicht so leicht, aber auch in die Arena Nova hereinzukommen. Es ist doch eine besondere Atmosphäre. Darauf freuen sich viele, aber viele sind da schon vorher geschockt. Wie ist es bei dir? Also ich habe letztes Jahr sozusagen mein Debüt gefeiert. Da wurde ich Zweite in der VIP-Tour mit meinem anderen Pferd, der jetzt leider verletzt ist. Und ich habe mir gedacht, als Ziel habe ich mir gesetzt, ich will dieses Jahr wieder Arena Nova reiten, egal mit welchem von beiden. Und dass es so endet, hätte ich nie geglaubt. Ist aber eigentlich eine Ansage, die VIP-Tour schön langsam zu verlassen und in andere Touren umzusteigen, oder? Nein, also ich finde es nett, weil ich ja da eindeutig mehr Chancen habe, etwas zu erreichen. Außerdem bin ich noch nicht wirklich höher geritten als die 1,20 springen und ich bin immer wieder glücklich, wenn ich Erfolge feiern kann. Dann soll es so sein, es sind ja noch 1,5 Tage hier in der Arena Nova, du kannst dich jetzt zurücklehnen, genießen, auch ein bisschen Party feiern heute Abend. Also wir werden uns dann schon langsam auf den Weg nach Hause machen, aber es wird sicher mit Familie und Freunden gefeiert am Abend. Darauf darfst du dich freuen. Nächstes Jahr bist du dann sicher wieder hier, egal mit welchem Pferd. Dankeschön, Sarah Letizia Erdeje, und gratuliere. Danke.